Die Verklärung Jesu. Eine Geschichte aus dem Leben Jesu. Eines Tages ging Jesus mit seinen Freunden Petrus, Jakobus und Johannes auf einen Berg. Als sie weit oben angekommen waren, begann sich Jesus plötzlich zu verwandeln. Sein Gesicht fing an, hell zu strahlen wie die Sonne, und auch seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal tauchten Moses und Elia auf. Das sind sehr wichtige Personen, die viele Jahrhunderte vor Jesus gelebt hatten und die Menschen damals geleitet und ihnen von Gott erzählt hatten. Jesus unterhielt sich mit ihnen. Als Petrus sah, was da passierte, war er begeistert. »Jesus, lass uns alle hier bleiben. Ich werde gleich drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.« Er war noch nicht ganz fertig mit seinem Vorschlag. Da kam eine Wolke und verdeckte ihre Sicht. Gleichzeitig hörten sie eine Stimme, die sagte, »Das ist mein Sohn, den ich liebe und mit dem ich sehr zufrieden bin. Hört auf das, was er euch sagt.« Danach verschwand die Wolke wieder. Moses und Elia waren verschwunden, und Jesus sah wieder ganz normal aus.